machen uns weiter auf den Weg, gucken, dass wir hier noch irgendwas finden. Oh, diese Geräusche. Da ist auch Panik vorprogrammiert. Hier ist was rausgeschlüpft. Rannte da was? Hier haben wir auf jeden Fall was rumliegen. Achso, das ist so ein Viech, was wir umgebracht haben. Hier haben wir noch einen Soldaten mit Luft und Munition. Oh, da kommt einer raus. Na? Ach, verreck doch endlich mal. So, den haben wir auch erwischt. Puh. Ist nur die Frage, ob wir hier überhaupt durch müssen. Feuerzeug wieder anmachen, damit wir uns hier den Weg frei brennen können. Hier scheint soweit nichts zu sein. Was, was, was? Da ist auch ein Durchgang. Gottes Willen, diese Geräusche. Die machen mich wahnsinnig. Paranoia. Ich krieg dich. Komm her. Komm her. Ich röste dich. Komm schon, verrecke! Heilige Scheiße, da kommt auch noch einer. Stirb. Hei, Mann. Wo geht's hier weiter? Krasse Geschichte. Ach, das können wir gar nicht abfackeln. Das gehört zur Grafik dazu. Hier sind wir, haben wir auf jeden Fall irgendwas gefunden. Was ganz gut für uns war. Was haben wir da? Können wir da Licht anschalten? Oder machen wir allgemein Licht anscheinend? Oh, haben wir jetzt alle aufgeschreckt? Der scheint einen Revolver bei sich zu tragen. Oder der sowas. Auf jeden Fall haben wir Licht gemacht. Und ich habe auch wieder irgendwie eine andere Waffe, die ich gar nicht haben wollte. Ich wollte nämlich die weiter benutzen. Ah ja, stimmt. Wir haben Y einmal gedrückt und da durchgeschalten. Und so wie es ausschaut, haben wir uns jetzt hier Freiraum verschafft. Ich hoffe nur, das ist ein Rundgang, wo wir uns bewegen. Aber sieht fast so aus, dass wir hier jetzt auf der anderen Seite wieder rauskommen, wo wir gerade schon drin waren. Da ist nichts mehr. Und hier müsste gleich doch auch irgendwo unser Minenfahrzeug wiederkommen. Ja, da ist es. Also, großer Rundgang. Aber eine Sache habe ich noch gesehen, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, wir können uns so gar nicht fortbewegen. So können wir rennen. Hier haben wir das Ding angeschaltet. Ach nee, stimmt. Das ist hier einfach nur dieser Rundgang. Aber wofür war das? Haben wir da nicht noch was übersehen? Irgendwie eine Akte oder sowas? Aber scheint nicht so zu sein. Ja, aber da geht unsere Batterie auch wieder zur Neige. Nee. Eine Akte haben wir hier nicht mehr. Boah, Fliegen haut ab. Ich kann uns... Achso, Visier ab, geht ja gar nicht.
Wir haben ja gar keine Gasmaske auf. Wollte ich gerade abwischen, aber anscheinend wischt er sich nicht so übers Gesicht. Gut, dann haben wir hier den Abschnitt auch gesehen. Und können Station weiter. Gib Gas. Ach du heilige Scheiße, hier scheint es auch durchzugehen. Ich freue mich. Da sieht es aus, als ob da ein Stromkasten ist. Gucken wir mal, ob wir den Stromkasten da irgendwie anschalten können oder sonst irgendwie was mitmachen können. Strom! Ich hätte gerne Licht hier drin. Wir müssen die Batterie, glaube ich, wieder auffüllen. Ja, ist wieder komplett leer. So. Und weiter geht's. Gucken, ob wir da reinkommen. Ne, anscheinend geht's hier für uns nicht weiter. Gut, dann weiter. Ach du Scheiße, hier sitzen wieder in ihre Löcher am Kriechen. Dann geht's da auf jeden Fall auch nicht weiter. Schauen wir hier. Oh, da liegt einer. Das ist doch gut, den plündern wir doch einfach mal, wenn der was zu plündern hat. Ja, Gasmaske. Ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Auch kein Journal. Gibt es hier überhaupt ein Journal? Ich weiß es gar nicht. Ja, ein einziges. Vielleicht finden wir das noch. Und selbst wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt so viele schon verpasst. Was zum Henker haben wir hier? Einfach mal reinschauen. Oder ist das radioaktives Wasser? Nee, scheint... Wir scheinen am Leben zu sein. Oder am Leben zu bleiben. Geigerzähler ist nicht zu hören. Aber wie es hier an dieser Stelle weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahmesession von Metro Last Light. Ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao. Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von Metro Last Light. Wir haben ja hier das letzte Mal in diesem Bunker geendet. Beendet die Session, wollte ich sagen. Und wir gucken uns jetzt hier auf jeden Fall mal um. Vielleicht finden wir ja noch das Journal, was uns fehlt. Und ich hoffe, dass wir hier bald raus sind, weil das letzte Mal habe ich mich ja doch schon ganz schön eingeschissen bei dem Spiel. Ich muss erstmal die Steuerung wieder drauf kriegen. Ja, das klappt soweit ganz gut. Licht haben wir auch noch. Sehr schön. Dann gucken wir uns hier erstmal um, aber es sieht so aus, als ob es hier nicht ganz... Oh, da geht es noch weiter, okay. Hier haben wir nicht so weit. Hier können wir was drücken. Oh, da machen wir auf jeden Fall das Licht an. Das ist schon mal hervorragend. Fantastisch. Dann kann ich nämlich auch bei uns das... Oh nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ah, scheiße. Machen wir das Licht doch mal wieder an. Hier scheint soweit nichts zu geben. Ständig schmeiße ich meine Messer weg, die ich doch noch so gut gebrauchen könnte. Und hier, die Tür öffnet sich auch nicht. Dann gucken wir mal weiter. Licht haben wir auf jeden Fall. Was liegt da denn? Munition. Munition ist immer gut. Da liegt, glaube ich, noch ein Bastard, wenn ich das richtig erkenne am Bild. Aber den möchten wir nicht. Weil unsere Waffen, die wir haben, sind ganz in Ordnung. Jetzt ist das Licht wieder so weit dunkel. Das ist zum Heulen. Was zur Hölle? Können wir das hier aufschießen? Och Mann, schmeiß doch nicht immer die Messer, du Honk.
Anscheinend kriegen wir das nicht auf, oder? Na? Ne. Sieht nicht so aus. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg da durchsuchen. Wobei, möchte ich da überhaupt hin? Hier liegt ein Schädel. Ach du Scheiße. Hier liegt noch ein Schädel. Und da liegt... Ah, schön. Messerchen zwei Stück. Und wieder Luftfilter bekommen. Ja, wie ihr schön an meiner Uhr sehen könnt, ich spiele heute mal so kurz vor eins. Eine Runde für euch. Die Frau ist mal wieder weg. So wie es sich gehört. Was haben wir denn hier noch drin? Oh, Munition, Geld, Munition und alles Mögliche. Oh, und das war's hier schon, so wie es ausschaut. Hm, ich wüsste zu gerne, wie man da hinkommt. Ob das von der anderen Seite geht, weil es sieht aus, als ob das Schloss hier irgendwie kaputt geht. Ich weiß aber nicht, wie ich es wegkriege. Na gut. Also raus, wieder zurück zu unserer Maschine. Und ein Stück weiterfahren. Wow! X. Ach du Scheiße. Wolltest du mich verarschen? Das hat mich jetzt wahnsinnig erschreckt, so ein Kack. Schnell einsteigen. Und Licht anmachen, auf jeden Fall. Komm, mach das Licht an. Ah, geht doch. Und dann mal eine Runde weiterfahren. Gucken, ob uns was hier erwartet. Ob wir noch so einen Gang finden. Da kamen wir ja nicht rein. Gottes Willen. Da ist eine Wand. Einen neuen Eintrag bei uns im Journal. Gucke ich da mal eben ganz kurz rein. Ach, da war es doch. Licht war da. Journal war da. Der Schwarze. Pavel weiß, wohin sie den Schwarzen gebracht haben. Finde Pavel in Venedig. Benutze den Schienenwagen, um Venedig zu erreichen. Finde die Sicherheitskasten und öffne die Luftschleuse. Na gut, dann werden wir das doch auf jeden Fall... Ach Mist, mach das Licht wieder aus da. So, aussteigen. Lass mich raus! Stimmt, wir müssten ja nach Venedig. Ist jetzt auch schon wieder eine gute Woche her, seitdem ich das letzte Mal gezockt habe. Ich habe halt gut was an Folgen vorproduziert für euch. Und auch natürlich für mich, damit ich nicht mehr ganz so viel Stress habe. Oh, hier ist nochmal ein Luftfilter. 26 Minuten Luft haben wir jetzt schon. Krasse Sache. Und da ist wieder Spinnenweben, was mir gar nicht gefällt. Wisst ihr ja mittlerweile, dass ich da ein kleines Weichei bin. Ach du heilige Scheiße. Sind wir hier wieder in so einem Kellerloch. Was hat der denn hier noch, einen Luftfilter? Ansonsten scheint er nichts weiter zu haben. Hier erstmal die Spinnenweben alle abfackeln, damit wir hier gleich flüchten können, falls da was Dickes kommt. Hier auch noch ein paar weg machen. Aber so wie es ausschaut, gab es hier soweit auch nichts zu finden. Ich werde nochmal den Akku aufladen. Ich glaube, das... Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil der wäre uns jetzt gleich ausgegangen. Machen wir es halt einen Moment den weg. Das wieder an. Was haben wir denn da? Ah, da können wir Licht machen. Das ist ja schon mal hervorragend. Feuerzeug wieder wegpacken. Noch wieder einen Tacken weiter. Ach du Scheiße, was zum Henker. Oh mein Gott. Da lebt doch was drin. Kann man das kaputt machen? Anscheinend nicht, aber es matscht halt ganz gut. Hier wieder alles abfackeln. Oh, oh. Ah, hat er sich verkrochen? Ja, der verzieht sich. Aber ich glaube, den haben wir noch erwischt. Oh mein Gott. Was? Na, stirb! Kommt da noch einer? Jo, da ist noch einer. Ah, shit. Jetzt hängen wir fest. Ah! Haben
Und das Bein abgeschossen, sah fast so aus. Schnell einmal nachladen. Kacke, verdammt. Ach, wir kriechen die ganze Zeit, deswegen sind wir so langsam. Auch nett. Da ist er wieder. Verreck du! Aua, 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 aua. Hey. So, ich glaube, die haben wir erstmal... Oh! Shit, verdammt, habe ich mich jetzt erschreckt. Wo ist er? Wo ist der Penner? Mein Gott, verreckt er endlich! Jetzt haben wir ihn erwischt, meine Güte. Irgendwo ist hier noch einer. Ah, Mann, ey, ich hab doch Licht an, du Affe. Willst du mich verarschen? Oder ist das Licht schon wieder alle? Heilige Scheiße. Ist mein Licht schon wieder aus oder was war das jetzt? Ne, ist doch noch an. Was sind die mutig hier? Ach man, hier haben wir wieder Spinnenweben, ich hasse sie. Gottes Willen. Was ein Loch. Gut, das sind nur kleine, damit können wir leben. Ja, bisher sieht es alles ganz ordentlich aus hier. Jetzt müssen wir hier anscheinend weiter. Noch habe ich die Orientierung. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie wieder verliere. Oh. Ich wollte gerade sagen, kann ich das gar nicht abfackeln? Das haben wir auch weg. Und diese Geräusche hier unten. Die machen mich wirklich paranoid. Oh. Da ist einer. Ey, du Sack! Blende dich mit dem Licht, hau ab! Wolltest du mich verarschen? Heilige Scheiße, die werden echt schwerer hier und die Munition geht uns langsam aus. Also es wird Zeit, dass wir hier durchkommen. Oh, hier ist, kann ich Licht machen, das ist super. Schnell anmachen, hier noch die Munition mitnehmen. Und die... das Gas... Nee, nicht das Gas, die Luft für die Gasmaske. Hier nochmal abfackeln. Ach du Scheiße, was zum Henker ist hier passiert? Ah ne, hier habe ich die abgeschossen durch das Licht, durch die Luke, glaube ich. Was? Muss er jetzt wieder nicht.